Sie sind da, das freut uns und der Abend ist ja durchaus lang. Ich will Sie deswegen auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Sie fragen sich, warum der deutsche Theaterdirektor als erstes was sagt, warum überhaupt diese Diskussion vielleicht im Theater stattfindet. Stadttheater, so wie ich es verstehe, war und ist besser gesprochen immer der Ort einer lebendigen, nicht nur politischen, sondern gesellschaftlichen Debatte. So ist dieses Medium entstanden und so möchte ich es auch gerne heute verstanden wissen, dass wir hier debattieren, nicht nur durch oder mit unserer Kunst, sondern unter anderem auch mit Ihnen, unserem Publikum, über das, was uns alle angeht. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Initiative, die tatsächlich die Welt verändern könnte. Und sie wird ja nicht nur in der Schweiz, sie wird ja auch andernorts diskutiert. Aber nur hier, und das auch aufgrund der historischen und gesellschaftlichen Verfasstheit der Schweiz, hier, nur hier kann man darüber abstimmen. Und das finde ich schon mehr als bemerkenswert und da bin ich auch durchaus etwas neidisch. Denn ich bin ja hier nur Steuerbürger und kann mich dazu gar nicht äußern. Ich möchte Ihnen eine kurze Geschichte erzählen und die soll uns dann so in den Abend hineinführen. Als ich in Wien Theaterdirektor war, ist damals eine Mäzenin an mich herangetreten, die sich auch sehr für das bedingungslose Grundeinkommen eingesetzt hat und hat gesagt, sie möchte gerne Stückaufträge vergeben an verschiedene österreichische Autorinnen und Autoren, an Dichterinnen und Dichtern, die sich mit dem beschäftigen könnten oder sollten, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer Gesellschaft auslöste, würde es geben. Und tatsächlich hat es kein einziges Stück zu diesem Thema gegeben. Keiner der Dichterinnen und Dichter hatte genug Fantasie, sich vorzustellen, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich in der Gesellschaft verändern könnte. Ich fand das damals recht tragisch und umso mehr freue ich mich, dass wir heute Gastgeber sein können und Mitveranstalter und dass Sie alle da sind, das schmückt uns heute ungemein. Ich freue mich auf angeregte Diskussionen, denn eines ist sicher, wir müssen drüber sprechen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Das könnte genauso dein Kopf sein.
jener Kapitalismus. Das klingt ziemlich unentschieden. Es ist ein möglicher dritter Weg, ein paradiesisches Zwischending. Es klingt wahnsinnig, aber warum findet sich das nicht sein, dass Ihnen die Arbeit für die Freude bezahlen muss? Die meisten Menschen werden weiter arbeiten, weil der Mensch von Grund auf aktiv ist. Falls der Mensch von Grund auf faul und weil das so ist, gibt es kein Fundament ohne den Grund etwas zu tun. Also ich würde schon ein bisschen lockerer gehen, aber wenn ich im Urlaub bin, dann lande ich meistens nach 2 Wochen einer Sinnkrise. Im Schlaraffenland bin ich noch nicht kreativ im Schlaraffenland, da bin ich faul und träge. Also ich war ja schon mal im Schlaraffenland und mir wurde es dann nach 2 Wochen langweilig. Ein paar tausend Franken im Monat sind kein Schlaraffenland, sondern existenzsicher. Damit hast du Zeit dafür zu arbeiten, dass es allen Menschen besser geht. Oder du kannst weiter daran arbeiten, reich und immer reicher zu werden. Aber pensioniert, das sind meistens wahnsinnig beschäftigt, wenn es um Freiheit geht. Alleine mit Faulheit, Überbeschäftigung, Geld, damit kann die Beobachtung der Gesellschaft und seine Grundeinkommen und Macht unterbringen. Du musst dringend an deinem Menschenbild arbeiten. Also gut, ihr beide würdet weiter arbeiten. Aber was ist denn der Jugend? Das wäre doch der absolute Erlebnisationskiller, wenn die als Berufsrentner erzogen würden. Meine Kinder würden studieren und eine tolle Ausbildung machen oder im Endeffekt ihre Träume verwirklichen. Also ich würde als Jugendlicher erstmal ins Ausland gehen. Da würde ich dann lernen, in der Schweiz kann ich diesem Geld nicht sehr nehmen, aber hier schon. Hier bin ich da und dahin bleibe ich und suche mir etwas Sinnstiftendes, Surfer zum Beispiel. Und wenn ich dann nach Jahren Wochenlust kriege auf eine Karriere, dann gibt es keinen Einstieg mehr. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es bedingungslose Grundeinkommen bedingungslos bleiben würde, weil es doch immer ein Schlupfloch gibt, das gestopft werden muss. Natürlich löst es nicht alle Probleme dieser Erde. Ich habe schon einmal, wir brauchen eine produktive und wachsende Wirtschaft. Du bist wirklich so uninspirierend wie ein kreativer Arzt. Fakt ist, mit steigender Produktivität landen wir immer mehr auf dem Absteiggleis. Die Politik hat keine andere Lösung gegen Arbeitslosigkeit als Wachstum, aber das hat seine Grenzen. Wir können ja nicht immer noch mehr konsumieren. Das verbraucht doch alle endlichen Ressourcen, die sind nämlich endlich. Endlich? Sag das mal einer. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wir müssen die Arbeit vom Einkommen entkoppeln. Nicht die Arbeitslosigkeit ist ein Problem, sondern die Einkommenslosigkeit. Also im Grunde gibt es diese Entkoppelung ja schon. Denn ein Manager wie unverhältnismäßig viel, während ich als Sozialarbeiterin und Mutter viel zu wenig honoriert werde. Also ich habe mich schon immer geschätzt. Ja komm, ihr geht doch davon aus, dass weibliche Arbeit im Haushalt und in der Pflege etwas ganz anderes ist als richtige Arbeit. Dabei ist es genau diese unbezahlte Arbeit, die verhindert, dass der Kapitalismus implodiert. Denkst du denn, dieses Grundeinkommen ist gerade nicht für die Emanzipation der Frau? Mein Mann würde vielleicht von mir verlangen, dass ich nicht mehr arbeiten gehe. Wenn ich noch einen Mann hätte, dann würde er mich vielleicht an den Haushalt binden wollen und behaupten, ich hätte ja jetzt meinen Hausfrau genommen. Aber damit hätte er Unrecht, denn dieses Einkommen ist ja bedingungslos. Moment, wenn alle nach Freiheit und Sinn ihrer Arbeit suchen, wer macht denn dann die Drecksarbeit? Die Frage ist, welche Drecksarbeit? Ist es dreckig, Geld zu waschen oder alte Menschen? Es gibt keine Drecksarbeit, sondern solche, die getan werden muss oder nicht. Weißt du, was ich meine? Wer putzt das Klo? Das Klo putzt entweder jeder selber oder ein Roboter oder ein viel besser bezahlter Klo-Putzer. Die Gastarbeiter werden das Klo putzen. Die massig kommen werden, um auf ihr bedingungsloses Einkommen zu warten. Naja, die wichtigste Frage ist das nicht sowieso die Finanzierung? Wie soll das bezahlt werden?
stimme dafür. Hey, habe ich dich überzeugt? Ich weiß ja, dass es abgelehnt wird. Elektrizität stieß auch einmal auf Ablehnung. Es geht darum, an die Zukunft zu denken und die richtigen Fragen zu stellen. Wo bleibt eigentlich Robert? Wir haben doch heute Generalprobe. Wie soll D'Artagnan die kleinen Musketiere spielen ohne D'Artagnan? Moment, ich will das jetzt ausdiskutieren. Nein, Schluss jetzt. Es könnte ja die ganze Nacht dauern. Ja, liebes Publikum, es wird eine lange Nacht heute im Theater Basel, eine lange Nacht des Grundeinkommens. Mein Name ist Sabrina Hofer, ich bin Schauspieldramaturgin hier am Haus und ich bin schon sehr gespannt auf die hoffentlich kontroversen Diskussionen hier in diesem Boxring. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, so viele hochkarätige Gäste, ebenso viele Befürworter wie Kritikerinnen für diese Veranstaltung zu gewinnen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen bedanken, dass sie diese Herausforderung angenommen haben und heute Abend für oder gegen das Grundeinkommen in den Ring steigen. Bevor nun die Streitgespräche beginnen, möchte ich noch kurz etwas zu den einzelnen Programmpunkten sagen. Den theatralen Auftakt hat vorhin ein Text unseres Hausautors Philipp Heule gemacht. Vorgetragen wurde das Dramolett von drei Schauspielerinnen aus unserem Ensemble, Lisa Stiegler, Barbara Horvath und Timo Strutzenberger. Während Timo Strutzenberger uns über den gesamten Abend weiterhin mit kurzen Lesungen begleiten wird, werden die beiden Kolleginnen zeitgleich auf der kleinen Bühne in der Vorstellung von Heuschrecken spielen. Eine bitterböse Generationsstück der Gegenwartsdramatikerin Biljana Srebrenovic, das mit den Mitteln der Komödie eine Gesellschaft der sozialen Verrohung porträtiert. Darin werden also auch Themen verhandelt, die uns ähnlich wie die Debatte um das Grundeinkommen daran erinnert, dass unsere Gesellschaft von einem unaufhaltsamen Strukturwandel betroffen ist. In dieser ersten Stunde möchten wir Sie auf das Thema und die Diskussionen einstimmen und Ihnen möglichst umfangreiche Argumente für und gegen die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens aufzeigen. Als nächstes präsentieren wir Ihnen einen Ausschnitt aus einem Dokumentarfilm über das Grundeinkommen vom österreichischen Filmemacher Christian Todt. Es ist ein Film, der zeigt, wie in unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt über alternative Geldsysteme nachgedacht wird oder aber zum Teil auch schon ausprobiert werden. Wir können Ihnen heute einen 18-minütigen Ausschnitt präsentieren. Den Film in voller Länge können Sie als Sneak Preview am 11. Mai ab 21.30 Uhr nach der Vorstellung Konstellation auf der kleinen Bühne sehen. Wir möchten Sie jetzt schon herzlich dazu einladen. Eintritt ist kostenlos. Nach dem Filmausschnitt werden um 19 Uhr die vier meistgestellten Fragen von Expertinnen und Experten jeweils einer Pro- und einer Kontrastimme besprochen. Die erste Frage ist, wie soll das Grundeinkommen finanziert werden? Die zweite Frage, wer arbeitet dann überhaupt noch? Die dritte Frage, kommen dann noch mehr Ausländer in die Schweiz? Und die vierte Frage, werden mit dem Grundeinkommen alle Sozialleistungen gestrichen? Um 20 Uhr übergebe ich dem Magazinredakteur und Kolumnist Daniel Binswanger das Wort. Er moderiert die drei Streitgespräche hier im Boxring mit den Themenschwerpunkten Arbeit, Macht und Freiheit. Diese Gespräche beginnen immer zur vollen Stunde. Dazwischen gibt es jeweils eine Pause von circa 15 Minuten. Sie können sich gerne auch während den Gesprächen an der Bar Getränke und kleine Snacks kaufen. Wir haben auch einen Büchertisch für Sie eingerichtet. Dort können Sie weiterführende Literatur zum Thema kaufen. Von 23 Uhr bis Mitternacht wagen wir dann in der letzten Diskussion den Blick in die Zukunft. Das Zukunftspanel wird von Christoph Keller, Radioredaktor von SRF 2 Kultur, moderiert. Das ganze Programm mit allen Podiumsgästen und Diskutanten finden Sie auf diesem Flyer, der überall aufgelegt sein sollte. Dieser Abend wird
auch live ins Internet gestreamt, so dass möglichst viele Menschen von nah und fern die Diskussion mitverfolgen können. An dieser Stelle begrüße ich auch alle die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich von zu Hause ins Internet ins Theater Basel zuschalten. Herzlich willkommen.